Florian Schmidt, schön, dass du kurz für uns Zeit hast. Zunächst erstmal die Frage, die alle, glaube ich, interessiert. Im Hintergrund das Jahr des Stadions Sonnenuntergang. Stand jetzt, was sagst du, spielen wir Sonntag gegen Holdorf? Ja, ich bin guter Dinge. Also ich gehe davon aus, dass wir spielen werden. Wird auch Zeit, dass es jetzt wieder losgeht. Sowohl die Mannschaft als auch wir vom Trainerstab. Wir haben riesengroße Lust. Wir sind auch schon positiv angespannt und wir können es nicht erwarten, dass es wieder in den Saisonbetrieb geht. Die Vorbereitung ist ja, ich sag mal, so gut. Sie ist abgeschlossen. Bist du zufrieden mit allem? Gehst du jetzt fit mit allen Leuten? Gehst du guter Dinge in die Rückrunde, sage ich mal, Start nach der Winterpause rein jetzt? Ja, ich glaube, so von Vereinsseite her haben wir unsere Hausaufgaben gemacht. Wir haben uns nochmal auf den Positionen, die wir wollten, verstärkt, individuell gut verstärkt. Die Ergebnisse in den Vorbereitungsspielen waren jetzt für mich nicht alle so erfreulich, muss ich ehrlich sagen, weil ich bin ja schon ein Typ, der immer gewinnen will und auch sehr, sehr gut aussehen will. Da waren halt schon Ergebnisse bei, die mir nicht ganz so gut gefallen haben, die auch dann zwei Stück höher ausgefallen sind. Bei dem einen habe ich mir erklären lassen, wie es zustande gekommen ist. Bei dem anderen habe ich selber erlebt. Das sind dann gegen höherklassige Mannschaften auch Ergebnisse, wo wir einfach ja, diesen Lernprozess nehmen müssen, um uns auch weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das ist tatsächlich ganz gut gelungen. Von daher würde ich sagen, bin ich mit der Vorbereitung sehr zufrieden. Langzeitverletzte Familie im Moment nur einmal David Jadadic und Max Weikert sind noch nicht fit, glaube ich natürlich nicht. Wie sieht es sonst aus im Team? Sind alle dabei? Nein, also es ist tatsächlich so, David Jadadic, ja, fällt immer noch mit Kreuzbandriss aus. Max Weikert fällt auch immer noch nach der Hüft-OP aus. Beide sind allerdings sehr weit jetzt schon im Training, trainieren schon mit der Mannschaft, machen auch schon Übungen mit und das ist sehr erfreulich. Allerdings müssen wir bei Dennis Wego dazu sagen, haben wir jetzt einen nächsten Langzeitausfall, hat eine Schambeinentzündung und das kann dauern. Der Platz sieht immer noch schwer aus, wird auch schwer sein am kommenden Sonntag noch. Nun stehen drei schwere Spiele an jetzt für uns im Monat März, das Spiel am kommenden Sonntag. Danach gibt es noch Schüttorf und Holthausen-Biene. Hat der Kader die Größe, die Qualität, das aufzufangen, diese Belastung? Ja, ich würde jetzt tatsächlich mal sagen, das werden wir dann hinterher sehen. Ja. Die Größe kann ich nicht zählen lassen, die Qualität kann ich auch nicht zählen lassen, definitiv. Wie wir es dann am Ende gestalten, das kannst du heute nicht voraussagen. Wir wissen, dass wir bereit sind. Wir haben alle Grundlagen gelegt, um positiv abzuschneiden. Aber Fußball hat natürlich auch sehr viel mit Tagesform, mit Glück, mit Verletzungen zu tun. Und da müssen wir einfach abwarten. Ich beschäftige mich tatsächlich weniger mit dem Monat im Moment als primär mit dem ersten Saisonspiel. Ich glaube, wir machen einen Riesenfehler, wenn wir jetzt über Holthausen und über Schüttorf nachdenken. Wir müssen erstmal eine ganz, ganz schwere Hürde mit Holthof gehen. Florian, vielen Dank. Toi, toi, toi für die Trainingswoche und Sonntag sehen wir uns hoffentlich und dann mit dem Dreier für den SV Wilhelmshaven. Ja, das wäre natürlich überragend. Ich hoffe auch. Danke. Tschüss. Danke, Florian.